Oh, hier unten ist der letzte. Ihr seid euch sicher, dass euch, dass eure Zerstörung der Waffen Nagasaki sicher stark einschränken wird? Da haben wir ihn schon wieder, dann können wir ihn nochmal befreien. Wir nehmen uns jetzt noch drei. Dürften eigentlich da auch wieder. Ne, die sind noch nicht wieder gespawnt. So, ist interessant. Die Gewässer in der Abomination der Färbchen färbt sich rot vom Blut der Naga. Rennel wäre stolz. Ertrunkener Bildnis formt sich in euren Geist. Ihr habt eure Arbeit gut gesichert, aber es bleibt noch eins zu tun. Bevor wir von hier fortgehen, solltet ihr ein wenig Unordnung stiften. Findet denjenigen, der diese Nager anführt, und lasst ihn für seine Untaten bezahlen. Okay. Machen wir das. Und der letzte ist auch frei. Jetzt müssen wir nur noch den Aufseher hier töten. Perfekt. Nee. Dann machen wir uns mal auf den Weg, um die Quest abzugeben. Wow. Oh. 32k. Das ist definitiv eine Menge. So, weiter geht's. Oh Gott. Entschuldigung. Muss das Mikrofon noch näher ran machen. Wir haben es jetzt 5:30 Uhr. Ich nehme jetzt auf, weil ich heute wahrscheinlich eher weniger Zeit habe, nochmal WoW aufzunehmen. Sprecht mit mir. Lasst die Finsternis nicht triumphieren. Es ist gut, dass ihr Pläne durchkreuzt, dass ihr ihre Pläne durchkreuzt habt. Bald muss ich weiterziehen. Findet eure Mitte. Grüße. Konntet ihr welche von diesen Algen für mich finden, Jäger? Schlichtsignal. Ja, genau diese. Vielleicht kann ich mich davon entwöhnen und die Nebenwirkungen so umgehen. Danke, Hidre. Ziehe den Ehrenfreund. Ihr wollt sprechen? Hoffen wir einfach, dass die freigelassenen Gefangenen jetzt in Sicherheit sind. Bitte nehmt dies als Gegenleistung für eure edle Tat. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Der Bogen ist zwar nicht besser, aber sieht deutlich cooler, sieht besser aus, als was ich momentan habe, oder? Ja, sieht besser aus, als was ich momentan habe. Genau. So, was haben wir jetzt? Haben wir noch eine Quest hier? Nö. Okay. Ja. Über großen Graben. Bleibt konzentriert. Wenn wir hier rausfinden wollen, was die Naga sich hier vorhaben, müssen wir weiter nach Vashia vordringen, eindringen. Geht zu den lichtlosen Weiten und der riesigen Schlucht, und die an den Tanganwald im Westen grenzt. Wenn ihr hinüber seht, solltet ihr eine Ansammlung von Pflanzen sehen. Die ist der Eingang zum Dünstlichkammer umgeben. Sobald ihr in der Höhle seid, dauert es eine ganze Weile, bis ihr an die Oberfläche kommt, aber ich habe dort Freunde, die euch herzlich willkommen heißen werden. Bewahrt euch einen friedfertigen Geist. Ja, dann wollen wir mal weitermachen.
wir hier hin? Ja. Ah, Feuer. Tauchen wir ein bisschen auf. Und holen uns hier beide Flugpunkte. Hallo. Perfekt. So, dann kann ich jetzt auch neben den Folgen, zwischen den Folgen mal so machen, dass wir hier von uns noch ein zweites holen können. Also Damage ist jetzt wirklich nicht der beste, wenn mit nur mit einem Pad. Na jetzt. Wie geht's denn so, Mann? Hallo, Mann. Ihr seht kompetent aus als die meisten, die hier durchkommen. Kommt, ruht euch ein wenig aus, führt euch ganz wieder heim. Alles klar. Ah ja. Ah. Fühlt ihr, wie wütend die Elemente sind? Schon als wir gerade erst angekommen waren, wollten sie uns angreifen und fressen. Wir müssen sie beruhigen, aber dazu müssen wir erstmal wissen, was sie überhaupt aufbringt. Kommt und setzt euch neben mich ans Feuer. Lasst eure Gedanken in den Flammen streifen. Lasst euren Geist in die wahre Bedrohung blicken. Später. Toschka Ausberster, okay. Ich bin bereit, eure Vision zu beizutreten. Manne sieht sich. Oh, wohl. Oh. Dieser Riss führt zu den Ebenen des Wassers, Reich Neptuluns, des Gezeitenjägers. Die Naga und die Schattenhammerkult arbeiten zusammen und das ist ihre Ziel, ihre Bemühung. Oh. Beunruhigende Aussicht und ohne weitere Leute könnten wir sie nicht, wir nicht viel dagegen unternehmen. Sagt mir, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Wer ihr sein denn? Wir dachten alle, dass es die Naga sind, aber ich wusste nicht, dass der Schattenhammerkult sich unter den Wellen versteckt. Sie verderben und verdrehen die Elemente und machen sie zu diesen Schrecken. Wir müssen diese beiden Bedrohungen bekämpfen, um eine Chance auf Frieden in Vashia zu haben. Wir haben noch nicht genug, um Leute um das zu tun. Komm, Digga, wir haben viel zu tun. Auf. Jo. Huch? Ganz ruhig. Die Naga sind da. Jäger, helft dabei, uns sie zu, abzuwehren. Später. Okay. Boah, was ein Chaos, Alter.